Hallo und einen schönen guten Abend oder guten Tag oder wie auch immer. Nochmal hier aus Novosibirsk, aus Russland. Es ist der letzte Abend für mich. Morgen um die Zeit sitze ich dann schon im Flugzeug und bin zurück auf dem Weg nach Deutschland. Schade, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist, aber es waren tolle 5 Wochen. Ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie ich hier wohne, wo ich hier wohne. Das hier ist sozusagen meine Hut. Man sieht den sehr schönen Gelsenkirchener Barock hier. Ja, und im Hintergrund, das hier ist mein Haus und ich zeige euch jetzt mal meinen Weg in die Wohnung. Ist vielleicht ganz interessant, denn es ist hier ein bisschen anders als bei uns in Deutschland tatsächlich. Und wie anders, das werde ich euch jetzt einmal kurz demonstrieren. Fängt schon hier unten an der Haustür an tatsächlich. Ich war gerade im Supermarkt und habe eingekauft. Ich bin nämlich hier in Russland wieder voll auf den Geschmack von Bauernsalat gekommen. Also das gibt es ja auch immer ganz praktischerweise abgepackt. 3 Tomaten und 1 Gurke in einem Paket kann man wunderbar kaufen und sich daraus einen Salat für eine Person machen. So, ich bin jetzt hier an der Haustür und hier hinten sieht man das sogenannte Domophon. Domophon bedeutet, in Russland sind die Häuser nummeriert, die jeweiligen Treppenhäuser sind nummeriert und die Wohnungen in den jeweiligen Häusern sind dann auch nummeriert. Das heißt also, wenn ich jetzt zu Person XY zu Besuch kommen möchte, muss ich wissen, in welcher Wohnung der tatsächlich wohnt. Ohne das weiß ich gar nicht, wo ich hin muss, beziehungsweise wo ich hier klingeln muss. Das heißt also, dass bestenfalls weiß man das, kriegt man das vorher gesagt von demjenigen, zu dem man will. Ansonsten steht man erstmal hier vor einer verschlossenen Tür, weil nämlich hier keine Namensschilder an der Tür angebracht sind, was ich eigentlich gar nicht so verkehrt finde. So umgeht man es auf jeden Fall, dass unliebsamer Besuch vor der Tür steht, zum Beispiel von der GEZ oder von wem auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es das hier in Russland gibt. Naja, auf jeden Fall, ich wohne in Wohnung Nummer 60. Das heißt, ich müsste jetzt hier die 060 eingeben und dann auf Abschicken sozusagen, auf OK drücken. Und dann geht bei mir oben das Telefon, die Gegensprechanlage. Dann kann ich hören, wer hier unten steht und dann kann ich aufdrücken und nur so kommt derjenige dann auch hier ins Haus rein. Die Türen sind auch ganz gut gesichert, sieht zwar nicht so aus, ist aber tatsächlich der Fakt. So, ich habe jetzt hier den Haustürschlüssel, da ist so ein kleiner Chip dran, so eine kleine, so wie so eine Uhr, so eine Uhrenbatterie. So, den halte ich hier drauf, dieses Magnetfeld und dann öffnet sich die Tür, das piept dann immer so. Und dann geht es auch schon rein. Im Hintergrund, hier sieht man, wenn man dann raus möchte aus dem Haus, sieht man hier einen Knopf, den man dann drücken muss und dann öffnet sich die Tür wieder. Das ist also auch anders als in Deutschland, zumindest hatte ich das bei uns noch nie so gesehen. Jetzt kommt man dann hier in das wunderbare Treppenhaus. Die ersten 2 Wochen wusste ich nicht mal, dass es tatsächlich auch Treppen gibt. Ich fahre immer mit dem Fahrstuhl, ich wohne in der 13. Etage, wäre ich wahrscheinlich immer zu Fuß gegangen. Hätte ich wahrscheinlich deutlich abgenommen, stattdessen habe ich hier in Russland zugenommen, entgegen aller Planungen. Jetzt habe ich hier diesen Aufzug bekommen, der nicht ganz merkt, dass ich noch nicht fertig bin mit meiner Aufzeichnung. Ja, ganz normal kennt man ja Aufzug und ab in die 13. Etage, dieser Aufzug. Man sieht es vielleicht, das ist jetzt nicht mehr so der letzte Scheiß, der letzte Schrei, das ist eher so das letzte, was man wahrscheinlich noch aus alten Sowjetzeiten irgendwie zusammenzimmern konnte. Ist aber nichtsdestotrotz sicher. In Russland sieht man uns häufig auch bei Verkehrsmitteln, bei Bussen und so weiter, dass man denkt, oha, das ist aber schon ganz schön alt oder ganz schön scheiße. Aber das habe ich auch in der Zeit gesagt, in der Markt zum Beispiel, hier war mein Kumpel. Es sieht alles sehr improvisiert, sehr alt aus, sehr ausgedient, aber es funktioniert und solange es funktioniert, muss man einfach mal so ein bisschen auch davon Abstand nehmen, dass immer alles hochglänzend sein muss. So, jetzt sind wir hier in der 13. Etage angekommen. Und da steht's, die 13. Etage. So, jetzt sieht man im Hintergrund schon die Stadt wieder. Jetzt geht's hier durch diesen Weg in diesen wunderschönen Treppengang hier. Und ein Kumpel, der Fabian Wiederweg, der arbeitet in Dortmund beim Rettungsdienst und der hat gesagt, hey Mensch, das kenne ich. Das sieht genauso aus wie in der JVA in Dortmund vom Anstrich her. Ich war noch nicht in der JVA in Dortmund, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es da tatsächlich so aussieht. So, und hier ist jetzt meine Wohnungstür. Da steht es Nummer 60. Und man sieht, diese Wohnungstür hat gar keine Klinke von außen. Also auch ziemlich praktisch. Die Russen stehen auf Sicherheit, was das anbelangt. Ich nehme an, die werden schon wissen, warum. Deswegen kann man diese Tür nur mit dem jeweiligen gültigen Schlüssel öffnen. Die Türen sind auch relativ dick und sind auch sehr, sehr auf Sicherheit gepolt und getrimmt, damit hier wirklich niemand unliebsames zu Besuch kommt.
So, und dann geht's rein hier aus diesem wunderschönen Treppenhaus, das sehr einladend ist, besonders wenn man spät abends nach Hause kommt. Dann ist mein Vorfeld hinter einem die Tür zugefallen. So, dann kann ich hier noch die Wohnungstür von innen gut verriegeln. Und da kann jetzt passieren, was will, da kann kommen, wer will. Hier, du kommst schon nicht rein, kann das sein? Du kommst schon nicht rein, gehst nach Hause, hast du das verstanden, oder? Also, das soweit der Weg. Vom Supermarkt aus, quasi vom Hof. Der Supermarkt ist direkt nebenan zu mir in die Wohnung. Hier sieht es schon ein bisschen unordentlich aus, denn ich habe schon mal angefangen, alles langsam zusammenzupacken. Jetzt gehen wir noch einmal kurz auf den Balkon, genießen ein letztes Mal zusammen diese wunderbare Aussicht hier vom Balkon der 13. Etage aus. Das ist der Anblick, den ich die ganzen 5 Wochen über immer wieder gehabt habe. Jetzt ist die Sonne gerade untergegangen, gerade war das noch alles so richtig schön orange angestrahlt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit hier in Novo war großartig, die 5 Wochen waren super. Ich werde es wirklich vermissen und auch diesen Ausblick auf diese wunderschöne Nachbarschaft werde ich auch vermissen. Aber es ist nun mal so, alles hat ein Ende. Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich hier gewesen bin. Ich würde es jederzeit wieder machen, ich würde auch jederzeit verlängern, wenn es irgendwie möglich wäre. Mein Russisch ist besser geworden, das war das, was ich als Ziel hatte und jetzt bleibt mir nur noch Abschied zu nehmen. До свидания, мой любимый город. Я буду очень скучать по тебе. А я не скажу только пока, а я скажу до свидания. In dem Sinne auch für euch, до свидания. Auf Wiedersehen und wir sehen uns dann wieder in Deutschland.